some sleep. I can't get no sleep. Ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Schlaf. Während dieser Ruhephase regeneriert sich der Körper für den nächsten Tag. Doch dabei kann auch viel schiefgehen. Jeder zweite Erwachsene schnarcht. Selten, häufig oder immer. Manchmal ist das so stark, dass Leib und Seele in Gefahr sind. Könnte ich ihn manchmal für töten, ja. Mission Stille Nacht. Bei dem Anti-Schnarch-Seminar erlernen die Teilnehmer Atemtechniken, um ihr nächtliches Sägen abzustellen. Also die ersten Verbesserungen waren sehr schnell sichtbar. Jürgen Schröder schläft nur 2 Stunden pro Nacht. Nun soll ihm eine Hypnose helfen. Lasse dich tiefer und tiefer treiben in einen Zustand völliger Ruhe. Auch elektrische Einflüsse können den Schlaf rauben. Joachim Greil erlebt durchwachte Nächte und steht unter Strom. Da wird man verrückt mit der Zeit, ja. Doch auch zu viel Schlaf kann zu Problemen führen. Bleiernde Müdigkeit überwältigt Narkoleptiker jederzeit. Narkolepsie ist leider in meinem Leben jeden Tag. Ich hasse diese Krankheit ab und zu. Miguel Matos und sein Kampf gegen die Narkolepsie.